Wenn sich jetzt ein Unternehmer für das unabhängige Versorgungswerk interessiert, was ist da zu tun, wie wird da vorgegangen, was sind da die Schritte, die so nacheinander erfolgen? Also zunächst stellen wir uns natürlich ganz gerne mal unverbindlich bei dem Unternehmer vor. Da kommen auch überhaupt keine Verpflichtungen auf den Unternehmer zu. Wir stellen es ganz neutral vor. Der Unternehmer kann sich ein Bild machen. Dann werden die persönlichen Daten des Unternehmers aufgenommen. Es werden Musterberechnungen bestellt nach den Vorgaben des Unternehmens. Die gehen wir dann eben detailliert im Folgegespräch dann durch, besprechen dann die ganzen Abläufe und letztendlich kann das Unternehmen dann mit in diese Steuerung eingreifen, kann eben auch sagen, ich möchte gewisse Mitarbeitergruppen so behandeln, nach Dienstzeit, nach Strukturierung, ob ich Abteilungsleiter habe, Führungskräfte und so weiter. Letztendlich wird das Ganze dann, wenn der Unternehmer näheres Interesse hat, wird das Ganze dann besprochen. Es gibt dann ein Ablaufprogramm, wie das genau dann im Teil dann umgesetzt wird.